Wir sind live. Hallo VOD-Zuschauer. Schön, dass du da bist. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, meine Videos zu gucken, wann du willst. Wann es dir passt. Dafür ist der YouTube-VOD, das VOD-Archiv ja auch da. Und da gibt es auch immer neuen Kram, ne? Weißt du sicherlich schon, VOD-Benutzer, denn hier ist ja immer alles schön übersichtlich hingeschrieben. Eine kleine Information hier, Boss-Level habe ich ja geguckt, ist eine Watch-Party, muss man also parallel mit dem Prime-Film-Boss-Level gucken. Und es wird noch eine weitere Watch-Party geben, die sieht dann aber noch ein bisschen besser aus als das, was ihr da gerade seht. Und zwar haben wir nämlich gestern Harry Potter 2 geguckt. Der Anton und Ede und ich. Und davor, und das ging schon 3 Stunden und war sehr unterhaltsam. Da möchte ich jetzt echt mal sagen, das war super geil. Das mache ich gerne wieder. Hat richtig Spaß gemacht, Harry Potter zu sehen mit jemandem, der Harry Potter echt doof findet und die ganze Zeit gute Witze macht. Und einem anderen, der absolut Fan ist, aber auch richtig viel so Background-Knowledge hat und tatsächlich die ein oder andere Info gedroppt hat, die ich noch nicht kannte oder auch eine hi, Robson, da bist du, ne? Ja, du bist ganz klein, kaum zu sehen, aber du bist da. Hallo. Ja, genau, und der auch auf eine Frage mal antworten konnte, Anton. Das war auf jeden Fall eine besondere Erfahrung, weil man normalerweise, wenn man zusammen einen Film guckt, ja nicht so viel reinlabert, ne? Man macht mal einen Gag, okay, oder labert irgendwie, fragt was. Aber hier war das ja, da ging es ja darum zu reden und das war wirklich unterhaltsam. Wird es demnächst auf dem Kino Plus Kanal geben, da wird das Hauptvideo von Eddie sozusagen veröffentlicht und meine Sicht ist im Grunde dasselbe Video. Deswegen warte ich auch ab, bis das bei Kino Plus veröffentlicht ist und dann packe ich es auch in mein Archiv rein, damit es irgendwie auch dabei ist. Zumindest bei meinem Kram, aber ich will da jetzt nicht in Konkurrenz treten. Hallo? Robson nochmal, bist du der Einzige im Chat, der heute da ist? Du, Pikachu und Stream Elements, mein Bot? Oder was ist los? Das ist aber nicht schlimm. Mir ist egal, ob die Bühne heute vor 2 oder vor 20 oder 200 Leuten ist. Ich freue mich, dass ihr und auch Legendary Stefan und Narurumon dabei sind. Ich muss dazu sagen, ich habe ja auch nicht angekündigt, dass ich heute um die Uhrzeit schon streame. Wir haben 5 Uhr. An einem Montag, Dienstag, was haben wir? Montag. Und morgen werde ich unter anderem mit Maurice Crusader Kings 3 spielen. Da geht es dann um die Ränkespiele und da werde ich in sein Königreich eingeführt und hoffentlich mir nicht allzu viel Obst von ihm. Ich habe keine Ahnung, er ist der König, er darf machen, was er will. Und heute werde ich mit euch ein wenig Shadow Tactics spielen, das wird richtig nice. Danke, Glycerin81, ist auch sehr nice von dir, das Abo. Ja, heute werde ich ein bisschen Shadow Tactics spielen. Was ist Shadow Tactics? Das ist ein sehr geiler, fast schon Klassiker eigentlich, ein sehr geiler Taktik-Schleicher mit Schlitzfähigkeit und diversen Figuren. Alles zusammen so ein bisschen wie Desperados, das sind auch dieselben Leute, die Desperados 3 gemacht haben. Und das haben sie mehr oder weniger zwischen dem Klassiker und dem DLC gemacht, den ich heute vorstelle, nämlich Ico's Choice. Grüße auch an euch. Danke an die Glückwünsche hier. Sieht man euch ein bisschen? Ja, schön, dass ihr da seid. Moin zurück. Es ist meine erste Session Crusader Kings 3. Ich habe Maurice gefragt, ob ich üben soll. Ich habe ihn gefragt, ey, soll ich das Tutorial machen? Sag mir was. Und er meint, nö, eigentlich selbst der Ede hat's gerafft. Wobei ich nicht weiß, ob er selbst gesagt hat, aber er meinte, glaube ich, der Ede hat auch kein Tutorial gemacht, uns vorher nicht gespielt und er hat es auch gerafft. Also mach dir keine Sorgen, Simon, meinte er. Aber Maurice hat, glaube ich, keine Ahnung, wie dumm ich bin. Da weiß ich nicht, ob ihn schon die E-Mail erreicht hat, ob er die Memo bekommen hat. Naja, wir werden sehen, wie das morgen läuft. Aber heute wird es richtig gut. Ich sag's euch, Shadow Tactics, hier, Ico Choice, ist wirklich eine Sache, die habe ich seit Jahren, habe ich die in meinem Steam-Archiv und habe die mal gekauft, weil die irgendwann mal günstig war, habe die angekauft. Mittlerweile kostet die, glaube ich, 4 Euro, das Grundspiel. Und habe das gekauft und ich glaube, Ico's Choice ist aber auch ein DLC, der aber nochmal für sich alleine rauskommt. Also ich habe das Gefühl, das ist kein DLC, für den ihr das Hauptspiel braucht. Und als er dann rauskam, jetzt gestern oder vorgestern, dachte ich mir, ey, jetzt muss es aber auch mal machen. Ist halt irgendwie seit wie vielen Jahren in meiner Steam-Liste. Und jetzt ist die Zeit. Und dann habe ich nachgeguckt, genau, die Probleme mit dem Rechner sind beseitigt, Hossa. Ich komme gleich nochmal zurück auf Ico's Choice, aber es stimmt, Hossa, die Probleme sind beseitigt, alles wieder in Ordnung. Ich kann euch leider den Rechner hier unten nicht zeigen, aber es ist
mein alter Rechner, mein alter MSI, der ja richtig gut war. Und es war genau das, was wir alle vermutet haben. Die Wasserkühlung war nicht so gut befestigt an dem CPU und ich weiß nicht, woran es lag, vielleicht war die Gleitcreme irgendwie nicht gut oder nicht gut aufgetragen, aber vielleicht haben wir es auch einfach schlecht befestigt und dann lief die nicht und dann lief diese Wasserkühlung nicht richtig und René, unser IT-Gott René hier bei Rocket Beans, hat sich dem Ding wirklich heute angetan und hat es durchgerüttelt und geschüttelt, hat überall mal in alle Modulschächte gepustet. Die einzige Reparatur, zu der ich fähig war als Jugendlicher. Ja, Gleitcreme, Wärmecreme, I don't know, wie die Scheiße heißt. Grüße auch an Wurstgulasch. Jetzt habe ich Hunger. Jetzt kriege ich Hunger. Könnt ihr euch bitte aufhören, wenn ihr hier schon abonniert, euch einen leckeren Namen zu geben. So, und er hat letztendlich das alles rausgerobbt. Warte, ich habe sogar hier. Da hat er es rausgerobbt. Und jetzt, wo ich mir angucke, fällt mir ein, ja, potenziell, wir haben den nämlich am Anfang auch die Dinger hier falsch angebracht. Potenziell haben wir einfach, als wir das für das Video gemacht haben auf Rocket Beans, haben wir einfach ein bisschen was kaputt gemacht. Also ich will das wirklich an der Stelle nicht MSI ankreiden, weil ich glaube, wir haben da einfach ein bisschen mit rumgerödelt. Aber immerhin ist ja kein Motherboard kaputt gegangen, ne, Ede? Hat eigentlich hier Henry Cavill, hat der irgendwas kaputt gemacht, als der seinen Rechner im Stream zusammengebaut hat? Wer war dabei? Wer weiß es? Henry Cavill? Ich wette, einer von euch war dabei und weiß es. Ah, Wärmeleitpaste ist das Wort, was ich suche. Ja, höre ich von The Gamer. Nee, alles perfekt und hat gezockt. Das glaube ich nicht. Habe ich noch nie gesehen, dass irgendjemand einen Rechner zusammengebaut hat, angemacht hat und der sofort lief. Glaube ich nicht. Aber ja, der Rechner läuft wieder. Wupp, wupp. Es ist echt toll. Danke auch an den Hype Train, Leute. Ja, fühlt euch aber nicht genötigt zu sabonieren. Ja. Wie gesagt, ich kann ihn nicht zeigen. Ich würde gerne jetzt die Kamera nehmen und hinzeigen und dann seht ihr ihn und er läuft und er ist jetzt auch irgendwie, er hat ja diesen Lüfter nicht mehr, er hat jetzt irgendwas Billigeres drin von einer Fremdmarke. Oh. Und ja, jetzt läuft er halt wieder, aber ich werde mir langfristig, werde ich den in dem Sinne reparieren lassen, dass ich da nochmal richtig eine ordentliche Wasserkühlung drauf packe. Und die Hitze war irgendwann bei 95 Grad, also ich weiß nicht, ob das krass ist, so ein bisschen wie wenn das Kind Fieber hatte so. Ja, der Junge hatte, der Bau hatte, was ist ein hartes Fieber? 36? Ich habe sogar da 34? Ja, und dann gibst du so an damit. So ähnlich versuche ich hier gerade mit dem Drama meines Rechners anzugeben. 95 Grad! Da sagt selbst Jinx 31, da abonniere ich doch mal einen drauf. Und DJ Hakamov Toff. D. Jakmatov. Oder Jakmatov. Mann, Leute, ihr müsst euch mal Namen ausdenken, die so ein Typ wie ich aussprechen kann. So. Also 95 Grad. Kann man Spiegeleier drauf braten, genau so war es auch. Ich komme gleich nochmal zurück zu all dem Kram. Wir werden auch gleich noch ein bisschen spielen. Ich werde als Aufwärmrunde, bevor wir dann um 19 Uhr Icos Choice spielen, werde ich ein bisschen Halo zocken. Allerdings nicht Multiplayer, keine Sorge, ihr braucht nicht abschalten. Ich spiele vielleicht nach allem, heute Abend um 11 oder so nochmal, vielleicht nochmal ein bisschen mit Wirt und Freunden nochmal ein bisschen Halo Infinite, aber vorher würde ich dann die Halo Master Chief Connection spielen. Da freut sich Psyke79 ganz besonders und lässt schon mal ein Abo da. Und dazu wollte ich euch gerade was zeigen, aber ich habe es original schon wieder vergessen. Und wir haben die Woche auch schon wieder so viel, es ist die Woche schon wieder so viel vor. Kommt mal kurz mit. Zeigt euch der Papa mal ein bisschen den Zeitplan hier. Und ich muss sagen, so sehr ich auch die Art, wie hier die Videos dargestellt werden, die Pläne und die Streams, ist ja an sich cool. Aber wisst ihr, was mir eigentlich am besten gefällt? Wenn man auf Zeitplan bearbeiten drückt. Und da kriege ich so eine Ansicht. Gibt es denn nicht so eine Ansicht auch für die Zuschauer? Für den normalen Streamer Interessierten, der einfach nur wissen will, übersichtlich, was mache ich? Also das macht mich echt wahnsinnig, weil ich denke immer, das ist doch viel angenehmer. Da habe ich Boomer-Kartoffel einfach untereinander, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, ist ja gar nichts. Sonntag ist ja auch nichts. Der Simon, da hat er wohl halbe Stelle. So ist es nämlich wirklich. Also heute Shadow Tactics Echo Choice, Dienstag Stream Royal mit Maurice und Morning Crusader Kings. Habe die Ehre. Ich bin froh, dass meine Mätresse nicht da ist, um das zu erleben, wie ich ihn klatsche. Wie ein, er bringt mir ja was bei. Also es wird sicherlich nicht dazu kommen, dass wir gegeneinander kämpfen. Dann ist Waiting for Halo. Jetzt macht's wieder Bock, weil mein Rechner läuft. Von 18 bis 19 Uhr am Mittwoch. Denn ab 19 Uhr darf man erst offiziell streamen. Und ab da habe ich schon extra hier so ein unklare Zeit angegeben, weil ich nicht sicher bin,
wann ich aufhöre damit. Und dasselbe gibt es am nächsten Tag, warum sollte ich auch was anderes machen? Dann habe ich am Freitag einen Podcast mit, steht ja hier, Filmtoast. Die haben eine Reihe namens Streamcatcher und davon gibt es ein Spezial. Das haben wir, glaube ich, vorletztes Jahr oder so oder letztes Jahr auch schon mal gemacht. Da habe ich tatsächlich von den Jungs damals ein paar gute Tipps bekommen, die ich erst später nochmal von anderen bekommen habe. Also das eine war Devs, fand ich persönlich sehr gut, hat mir echt gut gefallen. Und das zweite war, das kennt ihr natürlich, Succession. Also Devs, sage ich mal, finden die einen vielleicht nicht so gut, aber ich fand's super. Und Succession ist ja wirklich eine tolle Reihe. Also die kennen sich aus, die reden über die Top 3, aber wahrscheinlich wird's wie letztes Mal die Top 100. Und ich habe auch einige Sachen mitgebracht, über die wir dann quatschen. Das Ganze nehmen wir als Podcast auf für deren Podcast, aber wie beim letzten Mal streamen wir das auch einfach. Und dann abends, gerade spontan reingekommen, die Anfrage, beziehungsweise die Frage, ob ich Bock habe. Natürlich habe ich Bock, von Chiara und Dalu am Freitag nochmal ab 5 bis 9 mitzuspielen bei Halo Infinite. Jetzt kommt's. Wir reden gleich noch über heute, aber Halo Infinite. Wenn ihr jetzt denkt, oh, der Simon mit seinem Halo Infinite macht das schon die ganze Zeit. Wir wissen, du findest es geil mit dem Schild, mit der Granate, mit der Handkante. Ja, 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 alter Mann. Dann kann ich euch nur eins sagen. Es gibt schon Gerüchte. Ich habe extra die, also ich könnte jetzt seit heute spielen, aber ich habe mir extra, ich will das blind mit euch spielen. Ich habe mir die Story nicht angeguckt, aber ich habe gehört und ganz viele reden darüber, es wäre die fucking Singleplayer-Kampagne der Dekade. Und zwar nicht nur im Halo-Universum, sondern es wäre das fucking beste Halo-Singleplayer, was man lange, lange, lange erlebt hat. Da freue ich mich natürlich sehr. Weil das letzte Mal ist, wie lange her? 5 Jahre? 6 Jahre oder so? Das heißt, es ist also besser auch als die letzten Halos mit fettem Singleplayer. Ich bin total begeistert, jetzt schon. Bin so gehypt und ich will, dass es gut wird. Und Winmann81 will, dass dieser Kanal gut wird. Und deswegen hat er einen Sub da gelassen. Danke. Und ich habe wirklich hohe Hoffnungen, deswegen werde ich das an einem Rutsch durchspielen. Ich werde nicht aufhören, bevor es durch ist. Und dann werde ich es wahrscheinlich nochmal auf sehr schwer versuchen. Es ist wirklich, wie gesagt, ich kann nichts dazu sagen, weil ich es eben noch nicht gespielt habe. Aber die ganzen Leute, die es gespielt haben, sagen, möchte ich in Tröpfchen auflösen und inhalieren das Spiel. So, also es wird wirklich geil. Also bitte schaltet ein, ernsthaft. Ich will nicht dann 3 Wochen später, ach Halo soll ja ganz gut sein, habe ich gehört. Ja, wenn, dann hörst du das gefälligst bei mir. Genau, Avocado mit Zahnstocher, der 30-Stunden-Stream, der nur 20 Stunden dauert. In 10 Stunden schafft Simon K., da habt ihr den Chat, Halo Infinite. Ich werde mir natürlich Zeit lassen. Also ich werde sicherlich 2 Tage brauchen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass wir nach 2 Tagen auch durch sind. Egal wie groß und gut er ist, das werden wieder nur 12 Stunden sein oder so, ne? Naja. Was wollten wir noch machen? Genau, ich wollte noch kurz über Shadow Tactics Ico's Choice reden. Ich wollte euch nämlich, sagen, wie das so dazu gekommen ist. Ich hatte das Spiel, wie gesagt, schon lange gekauft, dann kam jetzt das Ding raus, dann dachte ich, oh, dann machst du doch das. Und ich hatte ja das Original noch nicht gespielt. Ich weiß halt nur, dass es gut ist und ein Klassiker. Und immer, wenn ich Leuten das gezeigt habe, ach, du hast Shadow Tactics, das ist aber ganz gut, ne? Ich glaube, Sia hat mir das auch sehr empfohlen, den ihr ja von Speedrandale kennt, der ja auch streamt unter Simiclove101, wenn ihr mal wollt. Verdammt, mit dem müssen wir eigentlich auch mal was machen. Mit dem habe ich noch gar nichts gemacht, ne? Ganz komisch. Und dann habe ich online geguckt, gestern oder so, was die Leute dazu sagen, die schon diese Version gespielt haben. Die ist ja vor 2 Tagen oder so rausgekommen. Und dann heißt es überall, ja, also das ist schon geil. Und es ist eigentlich noch besser als das Hauptspiel. Aber man muss schon das Hauptspiel gespielt haben. Und man muss wirklich alles können, weil das sind jetzt die härtesten Missionen. Das sind die kniffligsten Schleich- und Schlitzrätsel, die ihr je gesehen habt. Also das ist schon Hardcore, Hardcore. Und ich denke mir so, shit. Und dann habe ich natürlich Panik bekommen, dass ich hier wieder mega abfaile und habe heute den ganzen Tag geübt. Und ich sage euch, das Spiel ist echt schwer, aber fair. Und es macht mir wirklich schon jetzt Bock. Ich habe bestimmt schon 2 Stunden gespielt, wollte dann aber auch nicht zu weit vorspielen, damit so dieses, stellt euch das wirklich wie Kommando vor, man hat so die Welt, es ist in diesem Fall so eine Mittelalterwelt, eine asiatische Mittelalterwelt und man hat da seine 3 Assassinen, die alle unterschiedlich sind, ja, 2 sind ein bisschen ähnlich, eine ist eine Frau, Mann, beide können so, ne, typische Assassinen-Sachen machen, auf dem Dach rumhüpfen, durch den Fluss schwimmen oder irgendwo mit dem Haken irgendwo hoch und dann hast du noch einen Samurai,
der schlitzt alles auf, was nur geht. Das heißt, du hast zwei Schleicher, einen Schlitzer und zusammen müsst ihr diese komplett mit Soldaten und Passanten und Gefahren und aufmerksamen Soldaten gefüllte Welt. Und ein Fehler und man wird mehr oder weniger entdeckt und dann ist die Scheiße eigentlich schon fast gelaufen. Man kann wirklich sehr schnell sterben. Und wenn einer stirbt, ist eh vorbei. Also man muss eigentlich fehlerfrei durchkommen. Exakt das, wofür man mich kennt. Schleichen und schlitzen. Das eine mehr als das andere, muss ich zugeben. Aber ja, ich habe wirklich dann, ich habe mich reingespielt und ich bin froh, dass ich es gemacht habe, denn sonst hätte ich heute mega gefailt. Aber deswegen kann ich euch sagen, es lohnt sich. Es ist super geil. Kauft es am besten jetzt schon. Nee, guckt es euch vorher an natürlich. Aber es ist echt ein gutes Spiel. Es macht mir sofort Bock und ich bin fast, ich meine, ich will jetzt mich an die Ankündigung halten. Ich hätte beinahe jetzt schon angefangen einfach mit hier, wie heißt das nochmal? Shadow Tactics, Ico's Choice, hätte ich beinahe angefangen, aber dann dachte ich mir, nee, du hast angekündigt, die Leute sagen immer, mach doch auch das, was du angekündigt hast, also habe ich es angekündigt für 19 Uhr, also werde ich es jetzt nicht ändern. Und ja, Punk, Hamlet, ich habe heute leider kein Pöddel, weil meine Freundin da ist und die kümmert sich um den Hund und ich habe heute wirklich auch viel irgendwie, ich habe das Gefühl, ich bin so durchgetimt heute bis abends, wenn es so läuft, wie ich denke und da habe ich dann einfach wenig Zeit für Pödel und kann auch nicht so ein Stream zwischenschieben, ich könnte natürlich mal mit ihm rausgehen, aber ja, also bei Twitch ist immer schwierig, diese Streams, die zerhackstückeln ja auch immer so meine VODs, die zerhackstückeln aber auch den Algorithmus, der denkt dann, ich bin offline, ach was, jetzt wieder online, ist ein Idiot vielleicht, ja, und dann werde ich gebrandmarkt als Idiot, weil ich mehrfach offline gehe, all diese Geschichten. Ich habe den Hund sehr gerne hier, aber ich muss ihn dann in Zukunft mitnehmen, wenn ich weiß, ich bin nur 4 Stunden hier, aber wenn ich weiß, ich streame 8-9 Stunden oder so, dann kann ich den Hund nicht, das ist Hundequälerei. Und Simon-Quälerei ist es auch. Danke, Sormark, für das Abo. Es ist nicht Sormark 1234 Quälerei. So viel kann ich versprechen. Er hat außerdem auch noch ein Abo verschenkt. Da sind die Taschen aber eng heute. Oder klein. Die Taschen sind zu klein für all die Abos. So, Pöttl braucht mal eine Pause. Ja, das stimmt. Das ist eine gute Idee. Bakuda Matada, habe ich jetzt gerade ein bisschen ergänzt deinen Namen, schreibt nämlich, du musst mal Channel Points Wetten machen. Habe ich ein bisschen. Die Moneten sind im Umkreis. Es wurde Geld verloren bei mir. Es wurde aber auch Geld gewonnen. Ich muss sagen, es erinnert mich aber immer mehr an die Fußgängerzonen, wo jedes zweite Ding mittlerweile entweder ein Dönerladen oder ein Wettbüro ist. Und ich tue mich noch schwer mit diesem Wetten. Aber, also ich will euch ja nicht, ne, ihr seid ja alle noch jung. Wie alt seid ihr? 16, 17. Ihr fangt gerade erst an, euer Leben hat begonnen. Natürlich darf man euch das Thema Wetten nicht so schmackhaft machen. Wetten? Garantiert. So, ihr könnt aber trotzdem heute wetten. Gleich direkt aufgebaut, eingerissen. Ihr könnt heute gleich bei mir wetten, denn ich habe mir überlegt, es gibt 3 große Missionen in Ico's Choice. Und ich glaube, dass man in 3 Stunden easy eine von den 3 Missionen durchspielen kann. Deswegen, aber ich bin halt auch ich und ich kann euch nur sagen, es ist verdammt groß. Also der Level ist verdammt groß und ich habe ihn noch nicht zu Ende gespielt oder so. Also ich weiß es nicht, aber ich würde behaupten, dass ich ihn schaffe in 3 Stunden und ich würde das als meinen, das ist vielleicht zu lang, müssen die Moderatoren nochmal sagen, ob das zu lang ist? Ob die dann sagen, nee Simon, du hast das Wettsystem nicht verstanden, die wollen auf Ausgang von einem kurzen Spiel wetten, aber ich persönlich würde sagen, ich schaffe es, die erste Mission in den 3 Stunden. Wir machen da wirklich ein Zeitfenster, es fängt genau an, 19 Uhr bis 22 Uhr geht's. Wenn ich es schaffe, dann habt ihr hoffentlich auf mich gewettet und ansonsten habt ihr gegen mich gewettet, weil seid ihr verkackte Loser. Aber wenn ich es nicht schaffe, dann seid ihr wieder die lachenden Gewinner. Ne? Dann könnt ihr euch schön, könnt ihr nicht mit mir lachen, könnt ihr über mich lachen. Ja, das ist mehr oder weniger der Plan heute. Was gibt's denn noch zu tun? Habt ihr irgendwas? Gibt's ein lustiges Video, was ihr mir zeigen wollt, bevor ich anfange mit Halo? Ich würde gerne diese kleinen Kreise umwandeln in Moneten, dass man die auch wirklich so nennt. Das schreibt ja, glaube ich, auch jemand. Du musst sie vor allem mal von kleine Kreise in Moneten umbenennen. Ich kann das gar nicht. Ich kann nahezu nichts in diesem Chat. Der Chat ist mir eigentlich, ich bin dem Chat offen gesagt völlig ausgeliefert, weil da sind die Moderatoren drin, die alles wissen. Die Moderatoren wissen auch, wo der Discord ist. Der Babo weiß, wo der Chabo den Discord hat. Der ist nämlich jetzt offen. Ich habe absolut noch nichts gemacht für diesen Discord. Ich bin wirklich absoluter Mega-Fail heute. Aber ich habe vorgestern, ich hatte irgendwie keine Zeit und ich schreibe ab und zu mal was rein. Aber ich habe den noch nicht wirklich bewerben können. Aber ihr könnt jetzt gerne den
Discord aktivieren. Könnt da reingehen. Da will ich von euch Filmtipps haben. Da will ich von euch Serientipps haben. Da will ich von euch Medientipps haben, jegliche Art. Spieletipps selbstverständlich. Sachen für After Dark. Gute Dinge für Multiplayer. Gute Dinge für Koop. Alles, was ich machen kann. Und vor allen Dingen alle React-Videos. Gerne alle gesammelt. Dann werde ich in Zukunft da einfach mal den aufrufen. Und dann werde ich... kann ich den eigentlich... Ah, okay. Ich habe ihn gerade auf dem Rechner noch nicht installiert. Geht wahrscheinlich schnell. Will ich jetzt trotzdem lieber mal nicht machen. Aber da kann man dann reingucken. Da kann ich dann vielleicht alle YouTube-Videos der Woche mal so durchgehen. Ihr wisst ja, dass ich großer Fan bin von dem ganzen viralen Shit, der so immer durchs Netz geweht wird. Und habe leider viel zu wenig davon gemacht. Weil ich finde das wirklich angenehm, mich auch mal hinzusetzen und mir von euch so die neuesten Sachen zeigen zu lassen. Ihr seid ja, wie wir schon eruiert haben, vielleicht 12, 15, also ihr seid so 16 bis 32. Davor, danach seid ihr unwichtig für mich. Ich beachte euch gar nicht, antworte auch nicht. Denn ihr seid die Kernzielgruppe. Ne, ist es nicht 42? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, 42 denke ich nur, weil ich so alt bin. Jedenfalls die Kernzielgruppe. Ihr wisst doch, was hip ist. Ihr wisst, kennt den nicen Scheiß. Ihr wisst, dass das Jugendwort 2022 Sage wird. Ihr seid lit. Ihr seid nicht lost. Ihr seid papatastisch. Ach Gott, ich muss gerade an den... Guckt euch bitte, wenn ihr es nicht gesehen habt, die Fight Night an. Das war großartig. Da hatten wir sehr viel Spaß. Fight Night war ein ganz großer Erfolg für uns alle. Wir sind auch zusammengewachsen. Als Team, aber auch gegeneinander. Das ist eigentlich das Schöne. Wir saßen da nämlich, es waren drei Spiele und es saßen immer Leute auf der großen Gästecouch und durften von da mehr oder weniger zugucken, mussten ab und zu eingreifen, war aber übersichtlich. Und da haben wir miteinander natürlich gut abgehangen und gut gequatscht. Und es war überhaupt nicht so, dass wir uns da gehatet haben die ganze Zeit. Es war nur so ein bisschen Hass wurde reingestreut, aber das ist wie Zucker oder Salz. Da muss man oft ein bisschen was reinmachen für den Geschmack nur. Das merkt man oft gar nicht. Aber in dem Fall eine Prise Hate muss schon sein. Aber ansonsten war das sehr angenehm und wir sind alle zusammengewachsen als Familie. Ja, sagt auch Gary Godspeed, die Fight Night war Hammer. Finde ich auch. Könnt ihr euch gerne angucken auf Rocket Beans, auf dem Hauptkanal, nehme ich mal an. Da passt das auch am besten rein. Vielleicht aber auch verteilt auf den Gaming-Kanal, auf Kino Plus. Das weiß ich offen gesagt nicht. Das wäre eigentlich gar nicht so doof, ne? Das zu verteilen auf unsere großen Kanäle. Das eine ist ja Filmfights, das andere Gamefights und das dritte alles mögliche Fights. Passt doch perfekt für alle Kanäle. Bin ich mal gespannt, ob das Channel Management daran gedacht hat oder ob das Channel Management damit beschäftigt war, gestern mit mir 6 Stunden lang Dead Space 3 zu spielen. Was wir übrigens auch natürlich machen werden noch, weiterspielen. Wir sind so, ich würde sagen, zwischen einem Drittel und der Hälfte des Spiels, überraschend schnell. Und wir sind eigentlich mit einer weiteren Session durch. Ich glaube, so ist das. Ich glaube, das tritt heute, nicht heute, nee, übernächste Woche in Kraft. Was gibt's noch zu sagen? Danke an Classic Jurassic, der gerade mit seinem Abonnieren, mit seinem Prime abonniert hat, nicht umgekehrt, mit seinem Abonnier geprimed hat. Kleiner Tipp, könnt ihr natürlich auch gerne machen, ne? Ihr kriegt ja immer so, Amazon flext euch ja einfach mal so, weil die es können, jeden Monat so ein Abo rein. Das könnt ihr ja weiterverteilen. Könnt ihr ja zum Beispiel, also wenn es bei mir euch, lest die ganze Zeit den Chat, wenn es bei mir euch aus der Tasche fällt, dann würde es mich nicht ärgern. Dann würde ich nicht sagen, ey, dir ist da mal was aus der Tasche gefallen, sondern dann würde ich gucken, würde es nehmen und einstecken. Deswegen, und es funktioniert auch direkt. Danke, danke Artificial Jan, dass du beweist, dass die direkte Ansprache ja nun mal doch noch die beste ist. Wir sind alle nur Menschen. Wir alle vergessen das auch mal, zu abonnieren, zu subben. Und Lord Barletti und, oh Mann, jetzt wird es schon wieder so schlimm. Lord Baletti, Andi 999-10000-10000-10000 und Roadster, den würde ich gerne fahren. Und Praclone klingt wie so ein guter Schokoriegel. All diese Leute sind Last Hope 87 für meinen Channel. Da werde ich ja gleich zum Affe kommen, wenn das so weitergeht mit diesen ganzen Subs. Nein, jetzt ernsthaft. Und der Flo ist auch, den sehe ich. Was soll das sein? Ein Sub. Für Flöhe, für Fliegen. Ja, jetzt Bergelmir und Co. Ich höre jetzt auf. Aber es ist, macht auch ein bisschen Spaß. Macht ein bisschen Spaß. So, ihr müsst aber nicht abonnieren. Das war jetzt nur so spaßig dahergesagt. Könnt ihr auch gerne machen. Ich kann euch aber auch nicht jemanden nennen. Es gibt eben immer diese zwei Fronten bei Twitch und bei YouTube. Die einen finden das halt cool, die anderen finden es doof. Cursed Paradox sagt, das mag ein Paradox sein, mir ist egal, hier ist mein Sub. Wann plane ich weiter Nine Witches zu spielen? Fragt Tops TNT. Ja,
das habe ich, glaube ich, sogar mal vor kurzem angekündigt und dann nicht gemacht. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht habe ich es auch rechtzeitig wieder rausgenommen. Aber ich hatte das vor, dann hatte ich keine Zeit, dann dachte ich mir, oh, bevor ich das so eine halbe Stunde mache, warte ich mal lieber, bis ich mehr Zeit habe. Und ich habe es tatsächlich nicht eingeplant bisher für diese Woche. Aber ich werde es direkt jetzt hier in meinem kleinen Notizbuch für die nächste Woche mit einplanen. Da werde ich das dann irgendwann spielen und dann vielleicht auch mal regelmäßiger, weil mir persönlich gefällt es wahnsinnig gut. Ich kann es nur, weil ich ja alle Stimmen spreche, ist das doch ein bisschen anstrengend auch für die Stimme. Und also ich kann es jetzt keine 3 Stunden spielen, deswegen kann ich das immer so 90 Minuten oder so. Etwas, was man auf jeden Fall länger spielt, ist XCOM. Und Tengu Can't Fly fragt nämlich gerade, XCOM zockst du auch? Ja, also wenn ich mit Shadow Tactics hier zum Beispiel durch wäre, ich glaube, dass ich dadurch, zumindest fühlt es sich so an, Bock bekommen habe wieder auf Rundenstrategie, wobei das ja Echtzeitstrategie ist. Aber man hat diesen Shadow Mode, kann da so ein bisschen Dinge vorprogrammieren, was ja auch bei XCOM geht. Und das ist eigentlich ja auch der namensgebende das geile Feature am Spiel. Und das hat mir irgendwie Bock gemacht, dass du so eine Aktion planst und die dann ausführst und sie funktioniert. Und ähnlich kann man es ja auch bei XCOM machen. Deswegen will ich das schon spielen. Aber sowas ist immer schwierig, weil die Leute wollen immer, dass man das durchspielt. Und ich, wenn das dann keiner gucken will, wenn jetzt keiner zum Beispiel das ganz alte XCOM gucken will oder XCOM 3 Apocalypse, was ich gerne mal spielen würde. Ich meine, wenn ich jetzt das Neue anfange, da gab es letztes Mal ganz viele Leute, die haben sich beschwert, weil ich zu viel speichere. Kann ich zum Teil verstehen, habe seitdem auch ein bisschen anders gespielt. Aber ich weiß halt nicht, wie viel Spaß euch das beim Zugucken macht. Ne? Da finde ich fast, so die Alten sind vielleicht noch ein bisschen besser. Naja, weil ich will meine Soldaten immer behalten. Ich will nicht, dass die sterben, aber ich muss sie sterben lassen, ich muss sie gehen lassen. Wenn du etwas wirklich liebst, dann lass es ziehen und von Aliens zu blutigen Klumpen schießen. Und wenn es dann zurückkommt, ja, also so klappt das nicht. Danke, DJ Owens. DJ Owens 117, wenn das mal kein Wink mit dem Mjölnir-Armor ist, dass ich jetzt Halo Master Chief Collection weiterspielen soll, dann weiß ich es auch nicht. Ich mache das mal, denn ich habe es ja hier vor mir und ich klicke einfach auf Halo Master Chief Collection. Ich habe übrigens auch 1-2 geile Spiele gekauft, auf die ich mich richtig schon freue. Eins davon ist Century Age of Ashes und da spielt man einen Drachen. Ich habe schon mehrfach Drachenspiele gespielt, die waren nie so gut. Es gab ein ganz okayes von Factor 5, aber das könnte richtig was werden. Das sah schon auf dem Trailer, das habe ich als Trailer schon gesehen, irgendwann letzte E3. Und jetzt habe ich es einfach gekauft, weil ich gesehen habe, ach, das ist ja das von damals. Und das ist relativ neu. Und ich habe auch noch keinen Termin gefunden, wo ich das spiele, weil einfach die Woche irgendwie so viel ist. Ja, leer war nicht schlecht, genau, aber es war auch nicht so. Ne? Aber dieses Drachenspiel, Hammer. Das werde ich auf jeden Fall spielen. Ich glaube, das ist gut. Ich glaube, das ist auch Multiplayer sogar. Wollen wir mal gucken, ne? Jetzt aber, apropos gucken, wollen wir erstmal noch eine Runde Halo spielen. Ich habe jetzt 30 Minuten gelabert. Das muss euch für Moin Moin reichen. Für heute.